Das war die 16. Minute, wo der Gabor Cesar mit seinem 13. Goal 30-20 geschossen hat. Von insgesamt 16 Öffnen von diesem guten Mann. Gabor Cesar, wir haben dich direkt im Studio. Vielen lieben Dank. Du hast gesagt, ich soll dich nach dem Spiel fragen, wie du das Spiel gesehen hast. Ja, jetzt sieht besser aus, oder? Nach 60 Minuten ein Sieg, 2 Punkte. Was ist super für die Schweizer Handball, super für uns. Also deswegen, wir haben gearbeitet so viel. Mein Ex-Trainer hat gesagt, das war ein Schokoladentag für mich heute. Also ich habe geworfen und alles hat getroffen eigentlich. Also das ist letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich war kaputt von Anfang an. Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Aber heute konnte ich schon etwas kreieren. Schon beim Einlaufen habe ich gedacht, nach jedem Schuss haben Sie kurz ein klein bisschen Schmerz im Gesicht. Und dann schießen Sie 16 Tore. Das ist unglaublich. Ja, ich wusste das nicht. Ich fühlte, das ist nicht schlecht. Leistung für heute, von heute. Aber wirklich, also für uns natürlich ist es war heute vielleicht von der anderen Seite ein bisschen weniger Schätzung oder ist egal. Aber wir haben auch super gespielt. Rechte Seite, linke Seite, alles. Ich schaue jetzt in den Fernsehen. Das war auch für mich, das war einfach von Anfang an. Ich habe gefunden die Linie und ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Kopf. Aber dann schon wieder weitermachen. Also wirklich, ich bin ein bisschen zufrieden mit heute, meine Leistung. Also das war wirklich, ich würde das genießen für 5 Minuten jetzt. Wie geht es dem Geburtstagsgeschenk? Hier etwas passiert. Ich denke, das ist Blut irgendwie. Und mit Blut ich kann ich spielen. Und deswegen, wir haben das gemacht. Vielleicht ich muss nach dem Spital gehen jetzt. Ich weiß es nicht. Meine Kinder sind schon ins Bett, hoffentlich. Also das ist egal, wo gehe ich jetzt. Also müssen Sie sich keine Sorgen machen. Gabor Cesar, der Rekord EHF Champions League an Tore kam aus dem Jahr 2019. Es sind 17 Tore. Es ist nicht ganz Rekord. Aber zurückblickend auf diese Karriere von Ihnen, haben Sie sowas schon erlebt? Also das ist für mich wirklich egal. Also das kommt heute. Meine Ziel war nicht 20 Tore machen. Mein Ziel war eigentlich viel besser spielen als vorletzte Woche, weil ich habe geschaut das Video und ich habe gesehen die Torhüter von den Gegner. Ich hatte eine so schlechte 7 Meter gehabt und dieser junge Mann hat gelacht. Ich bin nicht dieser Typ, der sagt das. Dann ich wollte etwas machen und deswegen ich war mehr heißer ein bisschen, aber trotzdem, das war heute von dieser Rückraumposition gegen diese Gegner hatte so viele Chancen gehabt für mich und ich habe das heute gut gemacht. Wir verneigen uns und ziehen den Hut und bedanken uns für diese Leistung. Es war wunderschön zum Zuschauen. Vielleicht die letzte Frage. Es war alles aufgegangen. Ist es auch für Sie persönlich etwas ein Befreiungsschlag? Weil wir schauen Ihnen zu, haben immer Freude an Ihren Leistungen. Wir haben das mit den Schmerzen immer mitgekriegt. Und wenn ein Gabor Cesar so spielt bei den Kadetten Schaffhausen, dann gehören Sie auch in die K.O.-Phase und in die 16. Finals. Danke, also Achtelfinals, Entschuldigung. Ja, also es ist nicht so einfach. Jetzt, wir haben das und noch 2 Spiele zu Hause. Das ist eigentlich, wenn wir wollen durchgehen, dann ist nötig zu gewinnen. Und vielleicht in Moskau, wir haben schon Chance, aber nächste Woche vielleicht schon, wir müssen etwas gewinnen. Aber jetzt, bitte, nur lass mich sagen, dass ich würde ein Bier trinken jetzt, vielleicht 2. Und dann erhole mich, dann gehe ich zur zweiten Mannschaft ein bisschen trainieren mit Espoir. Und dann Sonntag, wir spielen in Bern und das ist das nächste Ziel, also Schritt nach Schritt. Ich hoffe, es gibt im Spital auch Bier. Vielen lieben Dank, Gabor Cesar. Wir verneigen danke, uns. Danke vielmals, ciao. Nein, ist er auch noch so sympathisch. Ein Weltklasse-Spieler mit einer Weltklasse-Leistung, Karin. Ja, auf jeden Fall. Ein super Typ auch, wenn man auch merkt, wie er jetzt redet, wie er auch Mannschaften raushebt. Und man merkt ihm richtig an, er ist erleichtert, dass es so gut gelaufen ist. Und ich glaube, wir sind alle, die ganze Halle hat das gespürt, dass es gut getan hat, dass man heute so klar gewonnen hat. Wie war das für dich als Spielerin immer gewesen? Es gibt in einem Spiel so einen Moment, wo man merkt, es geht alles. Und dann macht man auch weiterhin alles, oder?
Ja, irgendwann merkt man, dass der Gegner gebrochen ist. Irgendwann merkt man, dass das auch der Gegenwehr ein bisschen nachlässt, dass sie am Angriff plötzlich einfacher geht. Und ja, das ist so ein Punkt, wo man dann einfach auf dieser Welle weiter surfen kann. Aber das ist, wie wir in der Pause auch schon gesagt haben, das ist ein ganz schmaler Grat auch, dass man nicht zu fest nachlässt und am Schluss dann eben dann da riskiert, wo man aufgebaut hat und dann eben der Gegner wieder Luft holen lässt, aufholen lässt und am Schluss wird es dann doch noch eng. Das haben wir auch schon erlebt. Eine Szene müssen wir uns auch schnell anschauen. Aus der 47. Minute konnte schnell mit den Verantwortlichen reden während der Werbung. Sie haben nicht können sagen, wie es in Pilipovic geht, respektive auch nicht wollen sagen, in Anführungszeichen. Wir sehen hier die Szene, das wäre natürlich ganz bitter, weil er ist in der ersten Hälfte mindestens genauso wichtig war wie der Chazal mit seinen paar Jahren. Auf jeden Fall. Also Torhüterleistung heute herausragend und er natürlich ganz ein wichtiger Faktor, emotional auch für die Mannschaft, um da, den Kampfgeist zu fassen. Auch. Und ich glaube, da hat er einen sehr grossen Anteil an diesem Sieg auf jeden Fall auch gehabt. Ich möchte aber auch nicht kleinreden, dass natürlich Ignacio Biasco nachher auch extrem gut reingekommen ist, gerade mit Parade gezeigt hat, dass er da den Laden dicht halten kann. Und das war natürlich auch super gewesen, dass wenn einer ausfällt, der zweite einfach einspringen kann und alles funktioniert genau gleich weiter. Ja, und Schlüsselwort oder Keywords einspringen. Wir schauen uns auch kurz die Szene aus der 50. Minute an. Pass vom Schelker, der eben auch super gespielt und seine Parten gemacht hat, zum Gerbel, der neu reinkommt, 32-20 schießt. Der hat dann auch 33-21 geschossen, nahtlos übergegangen. Ja, was hier ganz klar zu sehen ist, die Körpersprache von GOG. Also man sieht, da funktioniert, da passt auch nichts mehr in der Abwehr. Da hat es Löcher, da kann man hinterlaufen. Und da ist so, zum Beispiel so ein Moment, wo man spürt als Spieler, okay, der Gegner, der hat für heute abgeschlossen. Der wird sich nicht mehr gross. Das ist eben die Seite B vom jungen, talentierten Team, blöd gesagt, oder? Und wir schauen uns, was das in der Tabelle heisst. Wir haben das vor dem Spiel und in der Mitte vom Spiel angesprochen. Das Spiel heute ist ganz, ganz wichtig gewesen, weil die Kadetten sind mit dem auf Platz 3 vorgestossen, haben Plotzk überholt und sind wieder in Reichweite von GOG, wo man jetzt nicht mehr spielt, von Bukarest, wo man als nächstes auswärts spielt. Was wir nicht erwähnt haben, aus gutem Grund, es kommt nicht auf die Direktbegegnung darauf an, sonst wären wir jetzt gegen GOG vorne in der Direktbegegnung, wegen einem besseren Torverhältnis in der Direktbegegnung. Hat aber keinen Einfluss, es geht um das Plus-Minus von der ganzen Liga. Aber ein wichtiger Schritt war, und den hat man heute eben auch gemacht. Und nicht nur ein Schritt, den man in Punkt lesen kann und in Statistiken nicht, sondern ich glaube, das Gefühl. Das Gefühl, das man heute aus dem Spiel rausnimmt, als Mannschaft, um einen Schritt weiterzukommen, um das erlebt haben miteinander, um so ein Spiel können, zu zeigen, daheim in der eigenen Halle. Ich glaube, das ist genauso viel wert wie die Punkte, auch, wo man noch draufsetzen kann, dass eine Mannschaft jetzt wirklich im Aufwärtstrend ist. Ja, es bleibt auswärts Bukarest, da haben wir Plotzk und Kristianstad und am Schluss noch auswärts Tschechow. Und das nächste Spiel auswärts Bukarest in Rumänien zu spielen, ist kein Schleck. Nein. Aber mit dem Drive vom heutigen Spiel ist auch dort etwas möglich? Es ist alles möglich, wenn man gut spielt, wenn man so drauf ist, wie die Mannschaft heute drauf ist und nicht nur einzelne Spieler, sondern eben durchs Band, dann ist sehr viel möglich. Ja. Das ist eben genau auch unser weiteres Programm hier. Gruppe D, Dynamo Bukarest gegen Kadetten Schaffhausen am Mittwoch, nächsten Mittwoch, 6. November, 17.15 Uhr und am 7. August Flensburg-Handewitt mit Marvin Lier gegen BSG. Das soweit das Restprogramm. Was wir dort aber auch noch schnell mitnehmen können, wenn wir über Bukarest reden, ist folgende Szene. Gestern hat ja Bukarest gespielt gegen Plotzk und dann haben wir diese Szene hier, wo der Topscorer, der Amin Mpanur, gestern sich verletzt. Man weiß noch nicht genau, wie schlimm, aber bis zu Rippenbruch ist da glaube ich alles möglich. Der Sulic geht dann auch voll mit dem Ellbogen innen rein. Solche Bilder wenn man nicht sehen, aber das hilft natürlich ein bisschen, wenn der Topscorer auch noch brach liegt. Ja, natürlich. Wenn so ein Spieler ausfällt, ist das immer ein Vorteil natürlich für die Mannschaft, die jetzt angreift. Man muss aber natürlich auch sagen, die Mannschaft hängt nicht nur ab dem einen Spieler ab. Das ist, wie wir auch beim Auswärtsspiel in Dänemark gesehen haben, da kommen andere, die in die Lücke reinspringen, die dann die Chance überkommen und die genauso die Verantwortung übernehmen können. Und ich glaube, das ist für Kadetten jetzt kein Grund, um den Gegner irgendwie zu unterschätzen, selbst sowieso nicht, sondern da geht es genau gleich, sich vorbereiten darauf und dann einfach Vollgas geben und dann am Schluss sieht man, was dabei rauskommt. Speaking auf vorbereiten. Wir schauen auch noch an, was wir zu bieten haben nach dem Donnerstag, 7. November, nach dem 6. November. Und zwar starten wir dann mit unserer Swiss Handball League Übertragung in die Saison 19-20. Der Anfacht macht der BSV Bern daheim gegen Patti Winterthur. Das heute in einer Woche am Abend, am 8. Schön seid ihr
heute am Abend dabei gewesen und bei diesem legendären 16-Goal-Spiel von Gabor Chassard dabei gewesen. Das kann man noch Kind und Grosskind erzählen. Karin Weigelt, es ist ein Erlebnis. Du warst neben mir im Pult gewesen und der Gabor sei in der Mitte gestanden. Herzlichen Dank dir, bist du dabei gewesen heute Abend. Ja, danke auch. Wenn wir das zusammen offen erleben dürfen, hat es Spass gemacht. Es ist auch bei dir abgespeichert für die Zukunft. Jetzt geht es hier weiter bei MySports One mit der Aufzeichnung vom Spiel Flensburg gegen Barca von gestern. Für heute Abend war es das. Ich danke euch vielmals für das Interesse, für das Zuschauen. Weiterhin einen schönen Abend und irgendwann gute Nacht. Ciao zusammen.